Heute bei uns? Aufgespürt, die neuesten Modelle von N bis Gartenbahn. Besucht, eine Modellbahn der Superlative. Getestet, eine Schienenlegende des Ostens als H0-Modell. Und entdeckt, ein kleines Modellbahnmuseum mitten im Erzgebirge. Hallo und fahrtfrei für die neueste Ausgabe von Auf kleiner Spur, dem MDR-Modellbahnmagazin. Wie immer mit dem Neuesten rund um die kleinen Eisenbahnen. Und wie immer Pfingsten auch mit den schönsten Gartenbahnen, denn schließlich beginnt sie in diesen Tagen die neue Gartenbahnsaison. Heute sind wir übrigens bei der thüringisch-sächsischen Kohlebahn zu Gast. Und das Herz dieser Bahn, das schlägt hier im Kulturbahnhof Meuselwitz. Hier fahren nicht nur die Züge ab, sondern es gibt auch ein Museum, das mindestens ebenso einen Besuch wert ist wie die weltgrößte LGB-Anlage. Auch die steht bei uns im Sendegebiet. Vater. Ich höre. Kannst du mal bitte nach Heidenau gehen? Die Weiche 4 scheint irgendwie zu klemmen, die hat nie geschaltet. Habe verstanden. Ohne Hightech läuft nichts in den Eisenbahnwelten Raten. 30 Züge sind hier gleichzeitig unterwegs. Bahnchef Lothar Hanisch hat wirklich nicht gekleckert, sondern richtig rangeklotzt. Das war eigentlich so auch gewollt, dass wir in diesem Leben noch mal was richtig Großes anpacken. Das Grundstück war da, die Lage ist super im Kurtraden. Und aus dem Grund haben wir gesagt, hier packen wir das nochmal an. 4,5 Kilometer Gleise ließ der Bahnenthusiast verlegen, um den Traum von der weltgrößten LGB-Gartenbahn wahr werden zu lassen. Die wichtigsten sächsischen Strecken wie die Lößnitz-Grundbahn finden sich im Modell wieder. Ein Wahnsinnsprojekt. Von insgesamt 12 Banken, bei denen wir angeklopft haben, haben 11 gefragt, ob ich einen, ich sag's mal ganz salopp, einen weichen Keks habe. Aber einer hat sich dann mit uns sehr gut beschäftigt, hat uns auch die Finanzierung dann gemacht. Wir mussten natürlich auch finanziell die Hose fast runterlassen. Rund 1 Million Euro hat das Wunderwerk bisher gekostet. Seit der Eröffnung im vergangenen Jahr drängt der Chef vor allem auf die Verfeinerung der Anlage. Zum Beispiel durch den Eigenbau von Loks. Also die Frage stand schon von Anfang an, dass wir bestimmte Modelle selbst bauen wollten. Dadurch, dass LGB ja die Insolvenz beantragen musste, trat das Problem etwas mehr in den Vordergrund. Und so nach und nach wollen wir schon das ein oder andere Fahrzeug auch noch für uns bauen. Die ersten Highlights, Marke Eigenbau wie die Ludmilla oder hier die 180, drehen schon ihre Runden und vermitteln echtes Reichsbahn-Flair. Doch noch reichen die Loks aus der eigenen Werkstatt nicht aus, um ständig originalgetreu unterwegs zu sein. Natürlich, wir haben auch darauf angesprochen, dass bestimmte Fahrzeuge bei uns nicht in die Region passen oder dass das eine oder andere noch detaillierter sein müsste. Aber ganz einfach wichtig für uns ist die Robustheit. Wir fahren am Tag ca. 20 bis 25 Kilometer mit einem Modell und da steht das natürlich im Vordergrund. Das Bemühen um Vorbildtreue ist in den Eisenbahnwelten an vielen Stellen unverkennbar. Diese Doppelausfahrt von 2 Schmalspurzügen dürfte vielen Bahnfreunden bekannt vorkommen. Sie ist bei der Großen Bahn täglich in Berzdorf im Zittauer Gebirge zu erleben. Auch die Körnitschtalbahn, die Straßenbahn mitten in der sächsischen Schweiz, findet sich im Maßstab 1 zu 22,5 wieder. Rund 70.000 Gäste haben die Radener Gartenbahn im letzten Jahr besucht. In diesem Jahr sollen es noch ein paar mehr werden. Dafür fahren die Züge bei Wind und Wetter und drehen selbst bei Regen tapfer ihre Runden. Das ist schon ein Problem, noch zumal sich das ja an solchen Tagen nicht amortisiert, weil ja relativ wenig Zuschauer kommen. Ich sage immer, proportional zum Regen verschwinden auch die Zuschauer. Um den Besuchern künftig noch mehr zu bieten, basteln die Radner ständig an neuen Attraktionen. Hier finden auf der Altenberger Bobbahn schon mal die ersten Probefahrten statt. Auch der Kurort Raden selbst spielt eine Rolle auf der Modellbahn. Um vom Bahnhof auf die andere Elbseite zu gelangen, muss wie im richtigen Leben die Fähre benutzt werden. Anders kommt man nicht zur bekannten Felsenbühne, wo gerade Karl May gegeben wird. Aber welches Stück möchte Bahnchef Hanisch in Zukunft noch auf den Spielplan setzen? Was mir selber am Herzen liegt, ist die richtige Schweiz. Da mal noch ein paar große Felsen hinzusetzen und vielleicht das in die Richtung zu erweitern. Aber erstmal wollen wir jetzt die sächsische Landschaft beackern. Und wenn die alles super ist, dann sehen wir weiter.
Doch bis es soweit ist, werden wohl noch viele Züge über die große, die echte Elbtalbahn gleich nebenan fahren. Jetzt gibt es eine Rangierfahrt hinüber auf das Gleis, auf dem die Neuheiten dieser Tage Aufstellung genommen haben. Und da ist wieder einiges Schönes dabei. Pünktlich zum Starten der Gartenbahnsaison bringt Pico gleich mehrere Varianten von Diesel und E-Loks heraus. Egal ob für die Baureihe 218, ob für den gelben oder roten Taurus, immer verlangt der Thüringer Hersteller moderate 239 Euro. Er versucht, die Lücke, die Lehmann hinterlassen hat, so gut es geht zu füllen. Das wird natürlich noch eine ganze Weile dauern, aber es kommen auch dieses Jahr wieder interessante Neuheiten, wie zum Beispiel der Schienenbus dazu. Und auch in H0 sind die Sonneberger weiter aktiv. Dieses neue Modell der Baureihe 94 gibt's für knapp 200 Euro. Das Markante der Baureihe 0310 ist der große Vorwärmer. Wer die Lok mag, das neue Rocco-Modell kostet rund 390 Euro. Auch die folgende Diesellok für 115 Euro dürfte für mitteldeutsche Modellbahner interessant werden. Die Rocco-Lokomotive in dieser Privatbahn-Lackierung Arriva fährt den Olex und der Olex soll in Zukunft von München bis Berlin durchfahren. Was nützen die schönsten Loks ohne Wagen? Diese hier kommen von Lilliput und kosten jeweils um die 30 Euro. In TT schickt Tillich die sogenannte Kramermütze für 135 Euro ins Rennen. Der neue Kesselwagen kostet rund 34 Euro. In N überrascht Fleischmann mit einigen neuen E-Loks, zum Beispiel dieser E19 in grüner Epoche 3 Lackierung für 195 Euro. Und die kleine Gruppe der Spur Nullbahner umgarnt die Firma Lenz mit dieser bildschönen türkis-beigen 211 für 550 Euro. Für eine Fahrt mit der Kohlebahn muss der Fahrgast nicht so tief in die Tasche greifen. Mit 11 Euro ist der Erwachsene dabei. Dafür gibt's Hin- und Rückfahrt auf der 15 Kilometer langen Strecke von hier von Meuselwitz bis nach Regis-Breitingen. Man sitzt entweder trocken, sicher warm in solchen Wagen. Wer allerdings ein bisschen mehr Mut hat, der kann durchaus auch offen fahren. Unterwegs ist die Kohlebahn auf der recht ungewöhnlichen Spurweite von 900 mm, also etwas breiter als die sächsischen Schmalspurbahnen, aber wiederum nicht so breit wie zum Beispiel die Harzer Schmalspurbahn. Sehr exotisch das Ganze. Gleise mit 45 mm Breite findet man da viel häufiger. Zum Beispiel im Garten von Bernd Neubert. Der Dresdner Rentner blickt auf ein langes Modellbahnerleben zurück. Jahrzehntelang schwörte er auf H0. Erst Anfang der 90er Jahre entdeckte er die Gartenbahn für sich. Und schuld daran war die eigene Frau. Es ist dann praktisch so gewesen, dass wir in Lörrach waren, bei meinem Sohn im Urlaub. Und dort sah sie, wie ich dort die Augen an so eine Gartenbahn anlache. Die kam 235 D-Mark. Da sagte sie, die nehmen wir mit. Gesagt, getan. Weihnachten 1994 treten die großen Züge ihre Runde unterm heimischen Tannenbaum. Im nächsten Sommer dann verlegte der gelernte Elektromeister die ersten Gleise draußen im Garten. Eigentlich war bloß ein kleiner Kreis gedacht. Ja, dann hat man noch den Gedanken, wir fahren auf den Berg dort hoch, weil die Erde übrig war, was herausgekommen ist, weil der Beton ja drunter ist. Und dann sagte die Frau, na, könnte man eigentlich noch einen Tunnel und machen dort rüber noch ein bisschen. Und damit ist der Tunnel entstanden. So, und durch den Tunnel kam die Kehrschleife rein. Und dann machte sich dieses Teil hier erforderlich, damit man wieder die Kontakte auf der gleichen Seite bedienen kann. Längst ist im Hause Neubert für andere Spuren weder Zeit noch Platz. Alles dreht sich um die Gartenbahn, an der der 67-Jährige seine Bastelleidenschaft voll ausleben kann. Unter dem selbstgebauten Trafohäuschen versteckt sich ein Elektroanschluss. Das Bahnhofsgebäude, dem von Radeburg nachempfunden, ist natürlich auch ein Eigenbau. Die Regenrinnen entstanden aus bemalten Trinkröhrchen. Auch die Hutlampen, einst auf nahezu allen ostdeutschen Bahnhöfen zu finden, sind eine preiswerte und pfiffige Eigenentwicklung. Sie entstehen aus alten Tischtennisbällen. Die werden zunächst aufgeschnitten und dann mit Hilfe dieser ungewöhnlichen Vorrichtung weiterbearbeitet. Ich kann damit Tischtennisbälle auf ein Maß bringen für Hutlampen, dass ein ordnungsgemäßer Hut entsteht. Das ist zum Beispiel eine Kartusche von einer Silikontube. Hier ist eine Mastkappe drin, die es auch heutzutage noch im Gartenmarkt gibt. Hier ist eine drehbare Filmdose und hinten ist ein Radioknopf.
mit dem man dreht. Und so einfach geht's. Den Tischtennisball einfach einspannen und dann mit einer kleinen Kreissäge zurechtschneiden. Nun muss der entstandene Hut nur noch bemalt und mit einer Birne sowie einem Holzmast versehen werden. Fertig. Neuberts Erfindungsreichtum kennt keine Grenzen. Aus Dosierkappen für Waschmittel zaubert er grüne Punkttonnen. Und dass auch das Lademaß für Güterwagen ein Eigenbau ist, versteht sich bei dem sächsischen Tüftler von selbst. Er findet für alles eine Lösung, ohne dabei zum Nietenzähler zu werden. Kompromisse muss man eigentlich eingehen, das machen auch die Hersteller. Wenn man dann weiß, wie die sächsische 4K von LGB war, das war im Maßstab zwischen 1:20 und 1:29, dann kann man als Bastler auch damit leben. Nur bei einem Gartenbahnobjekt hat der Meister versucht, ganz ohne Kompromisse auszukommen. Bei den eigenen vier Wänden. Unser eigenes Wohnhaus, das ist maßstäblich nachgebaut und hat also alle Details eigentlich dran, bis auf ein paar Schrauben, die Dachbefestigung sind, die immer notwendig sind, die in dem Original dran sind. Aber sitzt alles normalerweise an der Stelle, wo es sein muss. Ein eigenes Bild von der Gartenbahn im Dresdner Stadtteil Tollgewitz können sich Besucher bei öffentlichen Fahrtagen machen. Das nächste Mal am Sonntag, dem 1. Juni. Vorausgesetzt, es regnet nicht. Diese offenen Wagen, wo einem der Wind um die Nase weht, die sind Marke Eigenbau oder besser gesagt Umbau. Sie entstanden nämlich aus alten Plattenwagen, die bis Mitte der 90er Jahre in Tagebauen im Einsatz waren. Seit dem Umbau finden hier 40 Passagiere Platz und die Fahrgäste nehmen das Angebot auch gerne an, wenn die Sonne scheint. Und während wir noch ein Stück weiter auf der Kohlebahn unterwegs sind, werfen wir jetzt gemeinsam mal einen Blick auf die drei Preise der heutigen Sendung. Unser heutiger Hauptpreis von Lilliput, diese Tenderlok-Baureihe 84 der Deutschen Reichsbahn. Auch auf den zweiten Gewinner wartet diesmal eine Dampflok. Die Baureihe 92, ein Epoche 2-Modell in DRG-Ausführung. Der dritte Preis ist diese Rangierdiesellok. Die Preisfrage gibt's am Ende der Sendung. Vor genau 10 Jahren schickte der Kohlebahnverein die ersten Personenzüge auf die Strecke. Seitdem zuckeln die Fahrgäste im gemächlichen Tempo durchs Altenburger Land und Teile des Leipziger Südraums. Für die 15 Kilometer lange Strecke lässt sich der Zug eine Dreiviertelstunde Zeit. Und so bleibt also genug Muße, einen Blick auf den heutigen Loktest zu werfen. Wer erinnert sich nicht an diese kleine rote Diesellok der Deutschen Reichsbahn mit ihrem in der Mitte angebrachten Führerhaus? Insgesamt sind etwa 800 Exemplare gebaut worden. Einige wenige sind sogar in Spezialausführung exportiert worden, sodass diese hohe Anzahl im Grunde genommen auf dem relativ kleinen Streckennetz der Deutschen Reichsbahn einfach dominieren musste. Und wer weiß, vielleicht dominiert das neue Rocco-Modell dieser Lok schon bald viele H0-Anlagen. Ein kräftiger Motor bringt die Maschine bei 10,5 Volt am Trafo auf die vorbildgerechte Höchstgeschwindigkeit von umgerechnet 100 km/h. Bei voll aufgetriebenem Trafo sind es 115 km/h, absolut normgerecht. Und das fast zu einem Taschengeldpreis. Das Modell kostet sage und schreibe nur 79 Euro. Ist aber für diesen Preis im Grunde auch kein einfaches Spielmodell, sondern so kann man durchaus sagen, ein vollwertiges Modell, das auch der anspruchsvollere Modellbahner einsetzen kann. Denn für den kleinen Preis gibt's nicht nur viel Detailtreue, sondern auch jede Menge angesetzte Einzelteile wie Griffstangen und Handläufe. Außerdem hat Rocco das Modell auch in einer Nachwendebemalung herausgebracht, das optisch ebenfalls überzeugt. Für beide Ausführungen gilt: Mit einem einzigen Handgriff lässt sich das Vorbaudach anheben. Darunter ist der Platz für den Decoder, um das neue Schmuckstück auch digital zu betreiben. Das hier, das ist für mich der Knaller im Museum, der Kohlebahn Meuselwitz. Die E-Lok EL3, über 50 Jahre alt, aber fahrtüchtig.
Wie das, werden Sie fragen? Ohne Oberleitung? Gute Frage. Und eine noch bessere Antwort. Denn dieser Postwagen hinter der Lok ist gar kein Postwagen. In seinem Inneren arbeitet ein Generator, der macht aus Diesel Strom und mit dem fährt dann EL3. Eine geniale technische Lösung, allerdings ziemlich unbekannt. Genauso wie das kleine Eisenbahnmuseum, das wir für Sie in Thum entdeckt haben. Das Thumer Schmalspurnetz, bis in die 60er Jahre unerlässlich für den Personen- und Güterverkehr im mittleren Erzgebirge. Gerhard Jäger, der als Junge selbst noch mit den Zügen gefahren ist, hat in inzwischen längst abgebauten Strecken ein Denkmal gesetzt. Man kennt es ja als Kind selber. Da habe ich mir schon gedacht, man müsste irgendwann mal vielleicht mal daheim was privat machen irgendwie. Und die Möglichkeiten waren zwar nicht so groß, aber da habe ich dann später angefangen, mit den Lokschuppen nachzubauen, bloß ein Diorama zu machen irgendwie zum Stehen hier. Dann wie gesagt, es ging dann automatisch weiter dann. Mittelpunkt der Anlage ist der Bahnhof Thum. Von hier aus fahren die Züge wie einst beim großen Vorbild mitten durch die Stadt. 7 Jahre Arbeit stecken inzwischen in dem H0E-Modell. Alles hat Gerhard Jäger allein gebaut. Denn, das gibt er offen zu, der richtige Typ für einen Modellbahnverein ist er nicht. Ich kann selber entscheiden. Weil wenn wir mehrere sind, sagen, nee, doch, wenn wir so sind oder was weiß ich hier. Und kommt bestimmt irgendwann mal Reibe rein. Am Anfang hatte ich den Plan auch gehabt hier, dass wir vielleicht mal ein paar Leute mitmachen. Aber wo ich dann über der Hälfte fertig war, habe ich mir gedacht, das hast du bisher alleine geschafft, du kannst den Rest auch alleine machen. Über 130 Häuser sind in all den Jahren entstanden, fast alle nach Fotos aus den 60er Jahren. Mit viel Liebe und Akribie hat Jäger die große Welt in sein kleines Museum geholt. Der Ratskeller, wie der Bastler ihn sieht, so schaut er in Wirklichkeit aus. Auch den Schreibwarenladen am Markt gibt es in Thum bis heute. Gerhard Jägers Leidenschaft für die ehemalige Thumer Schmalspurbahn geht noch weiter. Er hat einen Wanderweg entlang der alten Trassen geschaffen, dabei an wichtigen Plätzen rund 40 Infotafeln aufgestellt. So sah es zum Beispiel vor 40 Jahren am Bahnhof Thum aus. Und das ist daraus geworden. Selbst gelegentlicher Vandalismus hält Gerhard Jäger nicht ab, die Tafeln immer wieder auf Vordermann zu bringen. Es gibt aber auch Leute, die tun als Souvenirjäger dann. Gibt's auch. Gerade wegen die alten Fotos, so, das gibt's auch. Dass sie das hier mal kurz mitnehmen dann. Auf Nimmerwiedersehen. Kaum Probleme mit Diebstahl hat der passionierte Maler Gerhard Jäger mit seinen rund 20 Bildern, die er an Thumer Häuserwände gemalt hat. Auch hier dreht sich alles um die einstige lokale Schmalspurbahn. Während die Wandbilder tagtäglich zu sehen sind, gibt es im Thumer Schmalspurbahnmuseum nur einen einzigen offiziellen Öffnungstag im Jahr, wenn im Ort Weihnachtsmarkt ist. Dann strömen die Thumer in das kleine Reich des Bahnfreaks und können sich am Modell ihrer Stadt kaum satt sehen. Jedes Jahr kommen ein paar Häuser dazu. Wer selbst einmal im Museum vorbeischauen will und nicht bis Weihnachten warten möchte, sollte auf gut Glück einfach mal an die Tür klopfen. Gerhard Jäger ist fast täglich hier anzutreffen. Mir gefällt es immer wieder, wenn ich da reinkomme. Aber es gibt auch mal Tage, wo man sagt, ne, kannst du mich mal kreuzweise. Aber sonst, es gibt auch Tage, wo man sagt, ah, schön, wenn man wieder reinkommt hier. Und man freut sich darüber, man weiß auch, was man geschafft hat. Aber manchmal gibt es auch Tage, aber das sind wenige Ganze, vielleicht ein, zwei Mal im Jahr. Den ganzen Mist am Hals hast. Aber sonst gibt's nicht. Wir bleiben noch ein wenig beim Verhältnis von Modell und Vorbild. Es gibt zwei relativ neue H0-Gebäude, die nach dem Vorbild von Thüringer Eisenbahnbauten entstanden sind. Der Wasserturm von Weimar und der Bahnhof Gera Liebschütz. Und wir wollen jetzt mal schauen, was aus den Originalen inzwischen geworden ist. Das 1892 erbaute Bahnhofsgebäude von Gera Liebschwitz an der Strecke nach Plauen gibt's noch immer. Und auch das Stellwerk wird nach wie vor genutzt. Was aber plant die Bahn AG künftig mit der Immobilie? Ich würde Ihnen das zum Kauf anbieten. Und Sie würden dann sagen, okay, das Gebäude ist so schön, ich übernehme das. Und dann würden wir uns über den Preis unterhalten und dann können Sie gerne hier einziehen.
Wem diese Investition zu gewagt ist, der kann auch für 70 Euro schon Immobilienbesitzer werden, im Maßstab 1:87. Dafür gibt's das tolle Modell eines Bauwerks, das mit seiner Klinkerfassade an preußische Bahnhofsbauten erinnert, obwohl es sächsischen Ursprungs ist. Der Wasserturm von Weimar steht seit rund 90 Jahren ganz in der Nähe des Hauptbahnhofs, gehört aber nicht mehr der Bahn. Er ist im Privatbesitz, ein Kölner Künstler ist hier eingezogen. Ich wollte eigentlich gern Leipzig und dachte, Weimar liegt auf dem Weg. Und ich habe mir den halt angeschaut und es war lieber auf den ersten Blick. Sämtliche Weiterfahrten waren dann nicht mehr nötig. Fresemann hat aus dem Objekt einen Kunstturm gemacht, der für Feiern gemietet werden kann. Nur der Boden des Wasserkessels in der vierten Etage erinnert noch an die einstige Nutzung. Als H0-Nachbau kostet das Bauwerk übrigens 35 Euro. Beide neuen Modelle machen auf der Anlage eine gute Figur und bewahren so ein Stück Thüringer Eisenbahngeschichte. So etwas hier gibt's auch nicht alle Tage. Einen Schlafwagen, einen Speisewagen, einen Salonwagen, einen Aussichtswagen, einen Liegewagen. Das haben wir Ihnen alles schon gezeigt, aber so einen Wagen noch nie. Ein rollendes Standesamt, ein Trauzimmer auf Rädern. Hier kann man den Bund fürs Leben schließen, vorausgesetzt, man hat den richtigen Partner dafür. Wobei ich ja glaube, dass mancher Modellbahnfreund lieber Ja zu einer neuen schönen Lok sagen würde. Übrigens, solch begehrte Hochzeitstermine wie der 8.8.2008, die sind hier in diesem Wagen noch zu buchen. Und andere wichtige Termine der nächsten Zeit, die kommen jetzt. Die Frohnauer Gartenbahn in Annaberg-Buchholz startet am 31. Mai ab 20 Uhr zu einer Nachtfahrt. Einen Tag später begehen die Eisenbahnfreunde Langenau ihr 15-jähriges Jubiläum mit einem großen Bahnhofsfest. In Salzwedel ist Anfang Juni großer Hansetag. Aus diesem Grund gibt es zeitgleich auch ein Fest im Bahnbetriebswerk. Mit der schnellsten betriebsfähigen Dampflok der Welt, der 18201, geht es am 21. Juni von Nossen über Dresden nach Prag. Und in Hartmersleben, wo der Bahnhof in diesem Jahr 165 Jahre alt wird, lädt gleichfalls im Juni eine Modellbahnausstellung zum Besuch. Und jetzt werfen wir noch einmal einen Blick auf die Neuheiten dieser Tage, und zwar die links und rechts der Gleise. Modellbahnpuristen schütteln den Kopf, aber schön sieht die 159 Euro teure H0-Yacht Catwalk trotzdem aus. Doch Hersteller Herper kann auch anders und praktischer. Drei LKWs im Maßstab 1:120 für jeweils 16,50. Von Busch kommen diese beiden Varianten des Baggers Weimar für jeweils 25 Euro. Für uns durchaus ein Favorit fürs Modell des Jahres. Auhagen berechnet für sein neues H0-Stellwerk knapp 23 Euro. Auhagen hat ein gutes Gefühl dafür, heimatliches Flair mit Interesse in ganz Deutschland zu verbinden. Und dazu gehört das Stellwerk Oschatz. Es ist wieder detailliert wie immer und passt eigentlich auf jede Haupt- oder Nebenbahn. Kleinserienhersteller Ritter von Krauthauser aus Waltersdorf hat dieses Holzfuhrwerk für 38 Euro neu im Angebot und dieses Kohlenauto aus der Nachkriegszeit für 53 Euro. Der Thüringer Kleinserienhersteller Kehi bietet in Spur 0 diese Feuerwehr an, Kostenpunkt 119 Euro. Die Eisenacher haben auch Neues für die Schiene, einen fünfteiligen Kühlzug in H0, stolze 600 Euro teuer, aber beschriftet mit Abziehbildchen wie anno dazumal. Hier stimmen Preis und Leistung nicht so recht. Die Kohlebahn Haselbach, das sind nicht nur rollende Züge und das ist auch nicht nur der Lokschuppen Meuselwitz mit seinen schönen vielen Fahrzeugen. Das sind auch immer Modelleisenbahnanlagen und die haben immer mit der regionalen Bahngeschichte zu tun. In 4 Jahren entstand zum Beispiel das H0-Modell der Strecke von Zeitz nach Altenburg mit dem Bahnhof Altenburg. Wir haben jetzt einen Termin im Stellwerk Sonneberg. Fahrdienstleiter Heiko Müller auf seinem Posten. Fahrdienstleiter Sonneberg, zur Meldung. Wenn der Dienst im Sonneberger Bahnhof zu Ende ist, beginnt für ihn gleich darauf die zweite Schicht.
Doch diese Schicht bekommt er nicht bezahlt. Die macht er ganz freiwillig. Heiko Müller kann von Stellwerken einfach nicht genug bekommen. Er steuert sogar seine eigene Gartenbahn in Mengersgereuth hämmern damit. Ich bin seit 25 Jahren, also mein ganzes Arbeitsleben, auf Stellwerken. Und die mechanische Technik war mir eigentlich immer am liebsten. Und deswegen entstand dann die Idee, bevor es nichts mehr gibt, baust du dir so ein Stellwerk hin. Das Privatstellwerk funktioniert genauso wie bei der großen Bahn. Mit dem Umstellen des Weichenhebels wird über diese Seilrolle, das Seil, auf diesem Seil läuft ein Magnet. Dieser Magnet läuft an einem Magnetschalter vorbei und somit wird der Kontakt geschlossen und die Weiche springt um. Dann könnten die Züge eigentlich auf große Fahrt gehen. Doch so richtigen Fahrbetrieb gibt's im Hause Müller erst, wenn Sohn Nico von der Schule zurück ist. Während der 13-jährige Junior in seine Bahneruniform schlüpft, stellt der 41-jährige Senior das Signal auf grün. Nun wird auf- und eingegleist, rangiert und gefahren, an- und abgekuppelt. Vater und Sohn sind ein eingespieltes Team und längst darf Nico im Stellwerk wie ein Großer die Strippen ziehen. Der Sohn ist eigentlich schon immer, schon im Kinderwagen sind wir immer zum Bahnhof gefahren oder auf Eisenbahnausstellungen, Modellbahnausstellungen. Da ist damit aufgewachsen, der kann gar nicht anders. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Bei den Müllers trifft dieser Spruch uneingeschränkt zu. Die geliebte Gartenbahn, für Heiko und Nico ist sie das Größte. Da wir im Haus keinen Platz haben für eine Modellbahnanlage, weder im Keller noch im Boden noch in sonst einem Zimmer, habe ich mich entschlossen, hier das Rosenbeet meiner Oma zu kapern und hier die Gartenbahn zu bauen. Dass das natürlich solche Ausmaße nochmal annimmt, das wusste damals noch keiner. Aber jetzt ist vorerst erstmal Schluss. Mittlerweile wird auch der Platz im Garten schon knapp. Die große Brücke führt hinüber zum letzten Neubau auf der Anlage. Dem Bahnhof des Heimatorts von Heiko Müller, Mengersgereuth-Hämmern. Entstammten in ungezählten Bastelstunden. Ich kann eigentlich vom Bau nicht genug kriegen. Selbst im Urlaub fahre ich nur dorthin, wo irgendwo ein Bähnchen fährt. So 14 Tage Mallorca oder Südsee oder sowas würde ich nicht machen. Klar, schließlich gibt's bei der heimischen Gartenbahn auch immer was zu tun. Zum Beispiel im Schattenbahnhof direkt unter dem Stellwerk. Dorthin rücken am Ende eines jeden Fahrtags alle Züge wieder ein.